Kima meinte damals zu mir, Lisa, du hast nur eine einzige Chance, das richtig zu machen. Wenn du Feedback bekommst und darauf scheiße reagierst, werden die Leute nie mehr dir Feedback geben. Das war mir so bewusst von dem ersten Gespräch an. Also er hat gesagt, nimm es als Geschenk an, weil wenn sie es dir nicht ins Gesicht sagen, sagen sie es hinter deinem Rücken und das ist viel schlechter, weil du dann gar nicht darauf reagieren kannst. Ich glaube, das so zu sehen als Chef und diese Verantwortung zu erkennen oder als Chefin ist super, super, super wichtig. Weil du beschreibst es genau. Ich meine, im Endeffekt bin ich total darauf angewiesen, dass ich dieses Feedback geschenkt bekomme. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass das im Endeffekt das Make or Break von deiner Qualität als Chefin ist, ob du es schaffst, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können dir Feedback geben. Besonders bei wichtigen Themen.